In dem letzten Video hatten wir das Thema, welches Smartphone das Beste für die Fotografie ist. So als Beste auch schon für einen Fotograf, der sich damit auch schon etwas mehr auskennt. Am Ende sind wir dann zu dem Schluss gekommen, dass das Vivo X100 Ultra das Beste dafür ist. In diesem Video geht es aber darum, welches das beste Smartphone für das Videografieren ist, zum Filmen. Hi Leute, ich bin euer Ben aus Köln. Und da gibt es verschiedene Ergebnisse, die mich auch wieder überrascht haben. Darum geht es in diesem Video. Und bevor wir jetzt erstmal mit dem Vergleich beginnen, möchte ich erstmal die Kompetitoren aufzählen. Hier sind einmal das Apple iPhone 15 Pro Max am Start, das Samsung Galaxy S24 Ultra, das Google Pixel 8 Pro und hier nochmal ein kurzer Disclaimer, das Google Pixel 9 Pro ist ja gestern rausgekommen. Das ist für den Test unwichtig, denn das Google Pixel 9 Pro hat eigentlich genau die gleiche Kamera-Hardware wie das Pixel 8 Pro. Nur die Ultraweitwinkelkamera hat sich hier ein bisschen verändert. Es gibt noch nicht viele Reviews und so Vergleiche dazu. Ich habe mir ein paar angeguckt zu dem Google Pixel 8 Pro. Da gab es eigentlich nur ein paar kleine Unterschiede zu dem Weißabgleich oder manchmal sahen die Bilder etwas heller aus, aber auch mehr auch nicht. Also diesen Vergleich wird das Ganze nicht stören. So, dann haben wir noch das Sony Xperia 1 Mark 6 dabei, das Vivo X100 Ultra, das Xiaomi 14 Ultra, das Huawei Pura 70 Ultra, das Oppo Find X7 Ultra, das OnePlus 12 und zuletzt noch, da habe ich letztens einen Kommentar empfangen, ich solle auch noch das Honor Magic 6 Pro in diesen Test mit einfließen lassen. Habe ich auch gemacht. So, und damit wir jetzt auch ausmachen können, welches Smartphone jetzt auch das Beste ist, habe ich das Ganze in Kategorien eingeteilt. Einmal die beste Hauptkamera, also der Hauptsensor, das Ganze dann auch noch bei Nacht, die Ultraweitwinkelkamera, die Zoomkamera, die Selfie-Kamera, die Stabilisation, was bei einem Handy ganz, ganz wichtig ist. Das Audio, weil man muss ja sich ja auch irgendwie filmen und es muss ja gut klar verständlich sein. Und dann zuletzt auch noch die Slow-Mo-Capabilities. Vielleicht habt ihr es hier jetzt auch schon bemerkt, ich nehme nicht den Cinematic-Modus, wie zum Beispiel vom iPhone 15 Pro Max mit drin. Das finde ich, sieht immer kacke aus. Wir als Filmmacher brauchen den nicht. Das ist keine Kategorie heute. So, und wie jetzt auch schon beim letzten Mal, fangen wir mit dem Unwichtigsten an, nämlich mit der Selfie-Kamera. In diesen YouTube-Videos, die ich mir angeguckt habe, war das jetzt diesmal auch schon schwieriger hier zu entscheiden, welches jetzt hier wirklich das Beste ist. Zum Beispiel das Sony, das hat mir eigentlich sehr, sehr gefallen. Nur, das hat halt dauernd irgendwelche Überlichtungsprobleme. Je näher man da an die Kamera gegangen ist, desto heller wurde es und so konnte man das nicht nutzen. So ist dann jetzt der Sieger vom letzten Mal von der Fotografie jetzt diesmal nicht hier auf der Siegerehrung mit drin. Genau das gleiche Problem hatte dann auch das Vivo-Smartphone. Hier gab es jetzt zwar keine Überlichtung, aber in manchen Videos war das dann auf einmal richtig unscharf. Man konnte es einfach nicht mehr benutzen. Und so, wo ich dann vorher gesagt hatte, das sieht sogar eigentlich fast besser aus als die Top-Smartphones, konnte ich dann jetzt hier auch nicht in diese Bewertung mitnehmen. Aber ich würde sagen, reden wir nicht lange drum. Der dritte Platz geht an das Google Pixel 8 Pro oder an das 9 Pro, je nachdem, wie man das jetzt sehen will. Dann auf dem zweiten Platz ist das Samsung Galaxy S24 Ultra und auf dem ersten Platz das Apple iPhone 15 Pro Max. Ja, erstaunlicherweise, obwohl das iPhone 15 Pro Max in dem letzten Video, wo es um Fotografie ging, eher nicht so gut abgeschnitten hat, schneidet es hier am besten ab. Aber auch hier gab es manchmal Weißabgleich Probleme, wo dann auch mal die anderen punkten konnten. Also, aber overall muss man sagen, Apple macht das hier schon am besten mit der Selfie-Kamera. So, die nächste Kategorie ist die Ultraweitwinkelkamera, wie auch jetzt ich gerade filme. So, auf dem dritten Platz ist das Xiaomi 14 Ultra. Dann auf dem zweiten Platz ist das Vivo X100 Ultra. Das war auch schon wieder mal besser, hat mir wirklich auch hier wieder sehr gefallen. Und auf dem ersten Platz, meine Damen und Herren, sind zwei Plätze, nämlich einmal das Sony Xperia 1 Mark 6 und das Apple iPhone 15 Pro Max. Hier konnte ich mich wirklich nicht entscheiden, welches jetzt hier den Sieg bekommen sollte. Denn das Sony hatte nämlich irgendwie natürlichere Kontraste. Hier wird nicht so viel aufgehellt, irgendwie die Schatten bleiben auch noch Schatten, aber auch natürlich sind leider auch die Highlights sind auch oftmals ausgebrannt. Dafür sah es halt immer noch natürlich aus. Das Apple hingegen hat hier eine sehr, sehr viel weitwinkligere Kamera. Bei dem Sony konnte man hier nur eine Weitwinkligkeit von 0,7 erreichen, bei dem Apple sind es 0,5, was halt einfach viel, viel schön weitwinkligere aussieht. Boah, ist das schwer, ey. Das Sony ist aber auch mit auf dem ersten Platz, da es nämlich den Weißabgleich meistens richtig eingeschätzt hat. Das hat zum Beispiel pinke Farben richtig auch dargestellt und nicht so wie das Apple dann irgendwie in Gelb umgewandelt. Also das war hier schon wirklich hervorragend. Die ganze Kategorie gibt es dann aber natürlich auch nochmal bei Nacht. Hier gibt es mehrere Plätze, diesmal auf Platz 2 und Platz 1. Der dritte Platz belegt aber damit klar das Xiaomi 14 Ultra. Dann auf dem zweiten Platz geht es weiter mit dem Apple und Sony diesmal. Aber dann bei Nacht gab es dann doch noch bessere als dann das Sony und das Apple. Nämlich einmal das Google Pixel 8 Pro
und das Vivo X100 Ultra. Bei dem Google haben sich viele beschwert, dass das viel zu rauschig in der Nacht ist. Ich finde, das ist aber gar kein Problem, denn ich habe es lieber rauschig, als es viel zu dunkel zu haben oder alles voll matschig zu haben, wie es ja ist, wenn man halt einfach nur tonnenweise Rauschreduzierung draufpackt. Und dann belegt auch noch der erste Platz das Vivo X100 Ultra, denn hier war das auch einfach meistens das hellste Image. Das wurde hier auch kritisiert, da es auch manchmal echt fast zu hell aussah in der Nacht und soll ja auch noch dieses Nachtfeeling mit rübertragen. Ich fand, das war aber auch gar nicht so schlimm. Ich habe es lieber hell und klar erkennbar als irgendwas zu dunkel. So, kommen wir nun zu der Hauptkamera, das Wichtigste des ganzen Smartphones. Denn das ist der Sensor, wo das meiste Geld reingesetzt wird. So haben wir auf dem dritten Platz wieder das Xiaomi 14 Ultra. Boah, das macht echt gute Ergebnisse, muss man sagen. Dann auf dem zweiten Platz das Apple iPhone 15 Pro Max. Und diesmal gab es hier sogar einen etwas klareren Gewinner, nämlich das Sony Xperia 1 Mark 6. So war es noch bei dem Ultraweitwinkel, dass ich mich hier nicht mehr so ganz entscheiden konnte. So war es diesmal einfach hier trotzdem nochmal viel, viel besser. Hier konnte man wirklich sagen, es gab immer noch diese guten Schatten. Wenn man sich hier wirklich mit guter Lichtsetzung befasst, dann kann man aus dem Sony hier wirklich nochmal viel mehr rausholen. Das sind die Ergebnisse bei gutem Licht. Wenn es dann aber zu kniffligeren Situationen kommt und wirklich es stockduster sind, da gewinnen dann aber wiederum andere Smartphones. Nämlich, hier haben wir nämlich einmal auf den dritten Platz das Apple iPhone 15 Pro Max und das Google Pixel 8 Pro. Die konnten trotz der kleineren Sensoren noch irgendwie da gut abschneiden. Dann auf dem zweiten Platz das Xiaomi 14 Ultra. Das Xiaomi 14 Ultra hat sich hier wirklich wieder hochgearbeitet. Schönes Handy, klar, aber auch wegen dem großen 1 Zoll Sensor, der da drin verbaut ist. Und auf dem ersten Platz ist das Vivo X100 Ultra. Diese 1 Zoll Sensoren fangen einfach mehr Licht ein als kleinere Sensoren wie bei Apple oder Google. Was für eine Kategorie kommt jetzt? Na klar, die Zoom-Kamera. Auch etwas ganz Wichtiges an einem Smartphone. Und hier legen wir direkt los mit dem Vivo X100 Ultra auf dem dritten Platz. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, denn letztens bei dem Fotografietest war das ja irgendwie auf dem ersten Platz, hier irgendwie nicht mehr. So, auf dem zweiten Platz ist einmal das Oppo Find X7 Ultra. War irgendwie das letzte Mal noch irgendwie noch gar nicht auf den Siegerehrungen mit dabei. Aber gut, jetzt hat es diesmal sich den zweiten Platz ergattern können. Und auf dem ersten Platz, Trommelwirbel, das Apple iPhone 15 Pro Max. Ja, irgendwie schon komisch, denn so besonders ist diese Kamera jetzt auch wieder nicht. Aber im Video konnte sich das dann schon ganz schön gut schlagen. Hier möchte ich jetzt aber auch nochmal dazu erwähnen, ich habe hier nur die noch brauchbaren Zoom-Äquivalente dazu genommen. Zum Beispiel bei einem Oppo war es jetzt nur bis 3x Zoom. Das Oppo hat aber auch eine 6x Zoom-Kamera, die sah aber ehrlich gesagt nicht so toll aus. Deswegen habe ich auch jetzt nur die gewertet. In der Nacht, also bei schlechten Lichtverhältnissen, da konnte das Vivo X100 Ultra seinen dritten Platz halten. Das sah auch noch hier einigermaßen gut aus. Auf den zweiten Platz steht jetzt das Samsung Galaxy S24 Ultra. Ja, hat sich hier irgendwie noch irgendwie hochgearbeitet, ist wohl bei der Nacht irgendwie besser als am Tage. Und auf dem ersten Platz das Oppo Find X7 Ultra. Wie gesagt, hier nochmal nur auf der 3x Zoom-Kamera, 6x Zoom-Kamera sehen alle Handys kacke aus. Aber diese ganzen Ergebnisse sollen noch nichts heißen, denn jetzt geht es weiter mit der Stabilisation. Ja, Stabilisation. Hier noch ein ganz großes Thema in einem Smartphone, denn das ist die Kategorie, wo selbst Smartphones große Kameras schlagen können. So, kommen wir nun also zu dem dritten Platz. Hier ist das Samsung Galaxy S24 Ultra, der drittbeste. Jupp, das sah gut aus, hatte wenig von diesen Jitter-Effekten, war aber immer noch nicht so ganz stabil wie die nächsten zwei Smartphones. Nämlich auf dem zweiten Platz, nämlich mit dem Xiaomi 14 Ultra. Jupp, ich muss sagen, das Xiaomi 14 Ultra macht hier wirklich einen guten Job. Das war besser als das Samsung Galaxy S24 Ultra, was mich erstaunt hat. Ich dachte, Samsung hat das wirklich besser drauf. Und auf dem ersten Platz, eigentlich auch wieder klar mit dem Apple iPhone 15 Pro Max. Es gibt ja jetzt auch zwei Modi bei dem Apple iPhone 15 Pro Max. Nämlich einmal den normalen, wo der auch selbst schon da wirklich gut ist. Aber nur noch einmal mit der Eckstift-Stabilisierung, wo dann noch mehr reingekroppt wird. Da kann man wackeln, wie man will. Das sieht am Ende noch gerade aus. So, kommen wir jetzt zur Kategorie, die meiner Meinung nach mindestens genauso wichtig ist wie ein schönes Bild. Nämlich dem Audio. Das muss sitzen bei einem Video, denn sonst hört sich alles kacke an. So, und auf dem dritten Platz Xiaomi 14 Ultra. Boah, ich weiß wirklich nicht, was die da gemacht haben. Schon wieder auf dem dritten Platz. Zweiter Platz ist das Google Pixel 8 Pro. Hier gab es schon eine bessere Geräuschunterdrückung, damit dann man die Stimme besser verstehen kann. Und auf dem ersten Platz das Samsung Galaxy S24 Ultra. Die Geräuschunterdrückung ist ja wirklich einfach nur grandios. Sonst, am Anfang hätte ich immer noch gesagt, ja, bei Apple, da gibt es keine Geräuschunterdrückung, hört sich natürlicher an. Aber ich muss sagen, wenn man zum Beispiel vloggt und einfach die Stimme besser verstehen will, dann ist das Samsung hier einfach nochmal wirklich viel, viel besser. Trotzdem schlägt natürlich kein Smart
Smartphone, selbst das Galaxy S24 Ultra, so ein Funkmikrofon, was dann direkt an dem Körper befestigt ist, sodass es dann auch bessere Soundqualität gibt. Also falls ihr hier nochmal euren Ton aufwerten wollt, kauft euch entweder nochmal so ein Lavalier-Mikrofon oder ein Funkmikrofon. So, und kommen wir nun zur letzten Kategorie, nämlich Slow Motion. Und hier haben wir das Ganze auch wieder in drei Unterkategorien aufgeteilt, nämlich einmal 120 FPS, 240 FPS und manche Handys konnten sogar 480 FPS. Aber erstmal 120 FPS. Hier haben wir einen dritten Platz, nämlich das Xiaomi 14 Ultra. Schon wieder. Das Xiaomi ist hier einfach rausgestochen, da es nämlich auch diese 120 FPS in 4K konnte. Auf dem zweiten Platz ist das Apple iPhone 15 Pro Max. Ja, ihr habt richtig gehört. Das Apple iPhone 15 Pro Max kann zwar nur Full HD in 120 FPS, aber trotzdem fand ich, das sah irgendwie nochmal ein bisschen besser aus. Das Xiaomi war ein bisschen zu überschärft und sah halt nicht perfekt ideal aus. Das, was aber ideal aussah, war nämlich ein Smartphone, was 4K mit 120 FPS konnte und aussah, als wenn das ein normales Video wäre. Nämlich von dem Sony Xperia 1 Mark 6. Das war nicht überschärft, es sah einfach ganz klar aus. Das Samsung kann ja zum Beispiel auch 4K 120 FPS. Das sah grottenschlecht aus, denn es war einfach nur tonnenweise überschärft. So ist nämlich dann auch bei den 240 FPS so, dass das Samsung hier nämlich höchstens nur auf dem dritten Platz ist. Denn das sah einfach nur übelst kacke überschärft aus. Das konnte man wirklich nicht benutzen. Das hat dann Google schon besser gemacht. Hier war das dann nicht überschärft, sondern eher ein bisschen zu weich. Es sah nicht so ganz scharf aus, aber das finde ich immer noch besser als viel zu überschärft. Das sieht nämlich dann wirklich einfach nur Smartphone-like aus und das mag ich gar nicht. Das Smartphone, was es aber am besten hingekriegt hat, ist das Apple iPhone 15 Pro Max. Das konnte Full HD mit 240 FPS und das sah noch einigermaßen gut brauchbar aus. Es war nicht großartig überschärft, aber auch nicht großartig weich. Und jetzt zu den Smartphones, die Zeitlupe sogar in 480 FPS aufnehmen können. Das hat mich wirklich erstaunt. Ich wusste gar nicht erst, dass es das gibt. Mit dem dritten Platz, nämlich dem Xiaomi 14 Ultra. Dann auf dem zweiten Platz ist das Oppo Find X7 Ultra. Aber das insgesamt beste Ergebnis hat dann am Ende das OnePlus 12 dann gemacht. Das konnte die 480 FPS noch wirklich sehr, sehr gut abbilden. Es war nicht großartig überschärft. Wie gesagt, wirklich hier einfach das overall beste Ergebnis. So, wer hat jetzt aber overall gewonnen? Das Smartphone, was am besten filmen kann. Und ich muss sagen, hier war das Ganze schon schwieriger. Aber ich habe trotzdem zwei klare Gewinner rausstellen können. Nämlich einmal das Sony Xperia 1 Mark 6 und das Apple iPhone 15 Pro Max. Aber jetzt auch nicht nur, da die jetzt hier in den normalen Videosachen gut abhaken konnten, nämlich da die nämlich auch noch wirklich gute Pro-Features mit eingebaut haben. Das Sony zum Beispiel, das ist mir wirklich sehr ins Auge gefallen, da nämlich weniger verarbeitet wird. Nicht so wie bei vielen anderen Handys. In so zum Beispiel dieser Situation hier würde ich gar nicht gerne mit dem Handy filmen. Ich kann es euch ja mal kurz zeigen, wie das dann mit der normalen Kamera mit dem Handy aussehen würde. Nämlich so würde das dann aussehen. Alles irgendwie flach, irgendwie es gibt keine richtigen Schatten und ich finde, das sieht hier gar nicht mal so gut aus. Und vor allem mit dem Farbprofil S-Cinetone, was ja auch wirklich eine sehr, sehr gute Alternative ist zu den großen Kameras, die S-Log 3 können. Und mit ein paar kleinen Reglerverschiebungen in Kontrast und Sättigung hat man hier wirklich ein sehr, sehr gutes Bild. Das Apple punktet hier aber auch. Nicht nur, da es jetzt auch in diesen Alltagssituationen wirklich sehr, sehr gut abschlägt, sondern halt auch einfach ein Log-Profil bietet. Und ich muss sagen, ein Log-Profil, das überbietet eigentlich nochmal alles. Insgesamt muss ich wirklich sagen, dass das Apple iPhone 15 Pro im Film nochmal die Nase vorn hat. Man hatte gesehen, in den meisten Kategorien war das Apple iPhone 15 Pro Max wirklich dabei. So das Overall-Image mit Belichtung, Kontrast sah hier einfach immer irgendwie am besten aus. Auch wenn es hier mal Weißabgleichprobleme gab, das gibt es bei allen Smartphones. Und dafür haben dann zum Beispiel dann noch andere Handys einfach dann andere Probleme, wie zum Beispiel dann in der Belichtung, wie zum Beispiel das Sony halt einfach. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.